So, hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Ich habe euch zum ersten Rennen der Saison mitgenommen und dementsprechend möchte ich euch zum letzten Rennen der Saison mitnehmen. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch richtig auf dem Schirm habe und es wirklich das letzte Rennen der Saison ist. Damit wir uns gleich gemeinsam unser Winterereignis-Belohnungsschiff abholen können, dann winken wir mal zum letzten Mal. Und ich hoffe, dass ich doch jetzt auf Anhieb dieses Rennen für mich entscheiden werde. Wenn wir uns mal mittlerweile schon routiniert. Bitte, liebe Leute, lasst mich jetzt nicht. Immer wenn ich sage, ach ja, alles ist super, dann wird er nämlich meistens eine vollends Katastrophe. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja jetzt hier mit Können glänzen. So. Ich mache manchmal so viel Unsinn. Aber dazu verleitet auch diese lustige Musik. Wer hätte denn eigentlich das gedacht, dass ich das nochmal schaffe, hier diese Rennen zu gewinnen? Oh, klingonisches Eisangeln. Wie immer, pünktlich, wenn Fluffy eine Aufnahme startet im Winterwunderland, muss klingonisches Eisangeln Programm sein. Diese Musik ist so geil. So, jetzt wegen der Musik wäre ich noch fast aus der Kurve geflogen, meine Güte. So. So, ich habe wieder mal gewonnen. Wie schön. Jetzt gehe ich doch mal zum Rennkoordinator und sprich mal mit dem. So. Mit dem Rennkoordinator sprechen. Wunderbar. Da haben wir die Preisgutscheine eingesammelt. So. Beitrag leisten. Da-da-da. Finishing. So. Wir haben jetzt einen schweren Breen Splash Trall Raider K6 Belohnung einfordern. Ja. 2017 und Fluffy hat das allererste Mal 2017. Ist das eigentlich da im Hintergrund schon dieses, wie heißt das? Dieser Raider, den wir jetzt hier gewonnen haben. So, wir werden jetzt mal eben gucken im Inventar. Da dürfen wir den ja jetzt haben. Da ist er. So, dieses Paket enthält einen schweren Breen Splash Trall Raider. Packen Sie es aus, um Ihr Schiff entgegenzunehmen. Ja, wunderbar. Glückwunsch, Captain Fluffy. Frankfurt wurde in Dienst gestellt. Sie können Frankfurt durch das Drücken von Umbenennen unten einen neuen Namen geben. Sie können auch nach Raum Dr. Erde reisen und Frankfurt als Ihr aktives Raumschiff einstellen. So, das sieht ja schon mal wirklich sehr schön aus. Das verfügt über 4 Bugwaffen, 2 Aft Weapons und 2 Geräteplätze. Höhlenstärke 39.600, Schildmodifikation 0,88 und Wendegeschwindigkeit 21. So, ich werde jetzt erstmal das gute Stück umbenennen. Wie der Peter sich das gewünscht hat, in die USS Pervol. Nein, es ist nicht neu, es ist nur mit Pervol gewaschen. Ein F für Fluffy. Und hier, 2686. So. Wunderbar. Wenn ich das jetzt hier ausrüste sofort. Aber ich möchte euch das ja gerne mal im Raum zeigen, ne? Dann machen wir das mal eben.
Ich muss, glaube ich, mit Q sprechen. Dann kann ich wieder zurück zum Raumdock der Erde, ne? Nein? Dann machen wir mal eben das ganz anders. Ich möchte euch das ja gerne einmal im Raum zeigen. Das ist ja... Nur bereit machen werde ich es jetzt aktuell nicht. Einfach aus dem folgenden Grund. Ich bin ja mit dem neuen Schiff... ich bin damit zwar schon warm geworden, aber ich habe das gerade erst seit einer ganz kurzen Zeit. Und das ist für mich schwierig, mich dann umzustellen. Also ich werde... Und auch weil das jetzt so eine Menge Arbeit ist, das da alles einzurichten und wieder die ganzen Keybind-Plätze. Dafür bin ich noch nicht routiniert genug. Ich werde euch den ein anderes Mal in Action zeigen. Aber es geht ja jetzt halt einfach erstmal gerade darum, sich das Schiffchen anzusehen, wie es von der Optik her ist. Und die Tatsache, dass ich es überhaupt erstmal besitze. So, dann gehen wir mal eben hier hin. Da kann man dann das Schiff auswählen. Und das ist dann die Perwoll. Soll ich das mal bereit machen? Da muss ich, glaube ich, zum Schiffswähler, ne? Wählen Sie mal Ihr Schiff aus. Dann nehmen wir mal dieses... Oh, ich möchte das ja eigentlich gerne mal ausprobieren, ne? So. Ich mach das jetzt einfach mal eben bereit. Tut er aber nicht. Ist er denn jetzt ausgewählt? Ja, ausgewählt ist es. Ich gehe mal eben einmal hoch. Dann gucken wir uns das zumindest mal eben optisch an, wie es aussieht. Weil das ist echt für mich noch nicht... Ah, guck mal. Und wie man sieht, ich werde mich mal eben mit dem guten Stück da positionieren, wo vielleicht gerade nicht ganz so viele Schiffe stehen. Da ist jetzt natürlich nichts drin, ne? So. Ah, das sieht cool aus. Ah, hier haben wir gerade keine im Hintergrund. Dann halten wir hier mal an. Und gucken uns das mal an. Also optisch finde ich den schon mal richtig schön. Der ist halt auch, glaube ich, sehr träge, ne? Also ist kein... So schnell ist er nicht, aber er sieht wirklich wunderschön aus, der gute Raider hier. So, ich halte nochmal an und dann gucken wir mal, ob wir die Schiffsbrücke besuchen können. Ja, das möchten wir gerne mal. Auch wenn da bisher jetzt keine Crew drin ist. Aber zum Angucken reicht es, würde ich glatt mal so behaupten. Zum Einsatz bringen wir den dann ein anderes Mal. Weil so routiniert bin, habe ich ja gerade schon gesagt, bin ich halt nicht. Und ich traue mir das jetzt erstmal nicht zu. Noch ein neues Schiff. Obwohl ich auch neugierig bin, wie der so ist. Weil das hätte ich gar nicht so gedacht, dass das so ein extremer Unterschied ist, wenn man... Holla, die Waldfee. Was sind das hier für Geräusche? Ach, guck mal, da ist trotzdem... Hier kann man auf die Accountbar zugreifen. Da haben wir die gute T-Brell. Das ist, glaube ich, mein Stuhl, ne? Auf dem ich hier Platz nehmen darf. Das ist so heftig, wie das hier aussieht auf dieser Brücke. So, hier kann man einmal runtergehen. Dann sehen wir da den Schlucky. Der ist fleißig. Hier kann man Dienstoffiziere kontaktieren. Hier kann man das Schiff auswählen. Die
Die sind nur hier so als Zierde. Und dann gucke ich mal, ob ich da hinten durch kann. Nee, hier kann man nicht durch. Hier auch nicht. Dann ist das, auf einigen Schiffen kann man ja rumlaufen. Scheint man auf dem nicht zu können. Aber es ist trotzdem richtig schön, ne? Was kann man denn von der Konsole aus machen? Bibliotheksdateien. Das ist schon cool. Eine richtig coole Sache, würde ich mal so behaupten. Heftig. Stuhl des Kapitäns. Das ist mein Platz. Richtig cool. So, jetzt gucken wir noch mal eben einmal hier rein. Was wir hier noch so sehen? Ich weiß nicht, diese, also einige von euch, die sind ja hier so richtige Experten. Die sehen das ja jetzt hier. Weil ich denke mal, die meisten von euch werden das Schiff auch selber schon in ihrem Besitz haben, ne? Da ist auf jeden Fall eine Konsole universal verstecktes Sensorenstörfeld drin. Ich lasse euch das kurz eingeblendet. Ihr werdet ja wissen, was davon wichtig ist. Meine Güte. Aha. Zwei Heckwaffen. Ist auf jeden Fall schick. Muss man einfach mal so sagen. Finde ich richtig gut. Vor allen Dingen, dass ich das geschafft habe, hätte ich gar nicht gedacht. Muss ich ja auch mal so ehrlich sagen, ne? Und irgendwann demnächst, wenn die Fluffy mal einen guten Tag hat und nach Experimenten zumute ist, werden wir das mal hier bereit machen und damit mal eine Runde durchs All düsen. Ihr seht ja jetzt auf jeden Fall, wie es erstmal so optisch daherkommt. So, wir verlassen mal eben wieder das Schiffsinnere. Dann gucken wir uns das Ganze doch noch mal von außen an, weil es so schön ist, ihr Lieben. Richtig heftig. Das ist echt. So, wir fliegen mal eben in den Sektorenraum. Weg ist es. Oh mein Gott. Aber ich habe es geschafft. Da-da. Hallo, ich möchte jetzt hier nicht das. Ich will das Schiff sehen. Ah, guck mal, hier ist das auch wirklich schneller jetzt. Hier ist es gar nicht mehr so träge. Coole Sache. So, jetzt bleibe ich hier mal stehen. Richtig toll. So, mit diesen Eindrücken und meinem Brain Raider verabschiede ich mich dann für diese Folge von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lebt lange in den Frieden, eure Fluffy.